Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Rückrundenpressekonferenz des FC 08 Homburg hier im Saar-Pfalz-Center in Homburg. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Frau Pflüger vom Center-Management und Herrn Halberstadt, den Hausmeister des Saar-Pfalz-Centers, für den reibungslosen Ablauf hier im Vorfeld uns unterstützt haben. Vielen Dank. Ja, die Themen unserer Pressekonferenz sehen wie folgt aus. Erstmal ein Rückblick auf die bisher gespielte Runde, dann auf die Vorbereitung und das darin enthaltene Trainingslager. Und unsere Neuzugänge werde ich Ihnen jetzt gleich am Anfang vorstellen, damit die Jungs nicht so lange hier so steif rumstehen müssen. Das ist von links nach rechts von uns gesehen Matteo Timpone. Er kommt aus Italien zu uns, spricht aber schon nahezu perfekt Deutsch. Das ist ein großer Vorteil, denke ich. Dann in der Mitte den jungen Mann muss ich den Fans normalerweise nicht vorstellen. Er war bis vor einem Jahr schon mal bei uns, nämlich Ugo Dünder. Und neben ihm unser neuer Keeper Kadir Jalzi. Auch dir herzlich willkommen hier bei uns. Ja, Christian, ich übergebe dir gleich das Wort zum Rückblick auf die Vorrunde, auf die Vorbereitung und auf das Trainingslager. Das könnt ihr beiden euch ein bisschen teilen. Christian, ich bitte um dein Statement. Ja, ich würde sagen, zunächst mal guten Tag miteinander. Schön, dass wir zahlreich da sind. Ich würde mich auf den Teil der Vorrunde beschränken und den anderen Teil zum Sportdirektor 7 Juli übergeben. Zu unserer Mannschaft. Wir haben ja vor der Saison noch mal einen etwas größeren Schnitt gemacht und haben neben den vielen jungen Spielern, die bei uns schon fast 2 Jahre gespielt haben, haben wir einige erfahrene Spieler hinzugeholt. Wir wollten immer in der Vorrunde schauen, dass die neuen Spieler mit den alten Spielern sehr gut zusammenwachsen, dass sie langsam beginnen, unser Spielsystem zu verinnerlichen. Das ist der Mannschaft in der Vorrunde besser geglückt, wie wir es uns erhofft haben. Wir haben alle davon geträumt, dass wir im oberen Drittel landen werden, mit Tuchfühlung nach oben. Das war nicht vorherzusehen. Das hat die Mannschaft wirklich im Entwicklungsprozess sehr schnell gemacht. Haben dann mit bis auf 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz eine respektable Vorrunde gespielt und sind jetzt in die Rückrunde gegangen, um letztendlich die Prozesse zu verfeinern, als Mannschaft enger zusammenzuwachsen, das Spielsystem noch mehr zu verfeinern, indem wir mehr Spieldominanz erreichen wollen, indem wir Spiele für uns klar entscheiden wollen, indem wir in der Defensive noch weniger Gegentore zulassen wollen. Das war bei uns ein Hauptschwerpunkt und es war natürlich gekrönt von einem Highlight, dem Trainingslager in Portugal, aber ich denke, da kann unser Sportdirektor einiges dazu sagen. Ja, auch von mir herzlich willkommen, schönen guten Tag, super Wetter. Wir haben eigentlich fast Frühling, rechtzeitig zum Rückrundenstart, zum Trainingslager und zum weiteren Verlauf der Saison aus meiner Sicht. Der Christian hat es angesprochen. Ich habe auch das Gefühl, dass unsere insbesondere erfahrenen Neuzugänge eine Zeit gebraucht haben, um sich hier in Homburg heimisch zu fühlen, insbesondere auch gezeichnet bezüglich des Spielsystems, was der Christian hier mit der Mannschaft spielen lässt. Da mussten sie sich im ersten halben Jahr doch sehr intensiv auch damit auseinandersetzen. Und im Trainingslager hatten wir auch viele individuelle Gespräche und ich habe das Gefühl, dass die neuen Zugänge jetzt hier in Homburg integriert sind, angekommen sind und dass wir im nächsten halben Jahr auch erwarten können, dass insbesondere die erfahreneren Spieler jetzt ihre Persönlichkeit in das Team noch mehr mit einbringen können, weil sie den einen oder anderen Prozess des Spielsystems automatisiert haben mittlerweile und sich mehr auf ihre Persönlichkeit und sich selber konzentrieren können. Und das lässt doch hoffen, dass wir zumindest das, was wir bisher erreicht haben, halten können und natürlich auch lässt davon träumen, dass wir am Ende vielleicht auch ganz oben stehen können. Des Weiteren, insbesondere was die Neuzugänge angeht, glaube ich, dass wir mit Ugo Dünder in jedem Fall uns verstärkt haben. Also er hat sich eingefügt, als wäre er nie weg gewesen in den Testspielen bisher. Und er fühlt sich, glaube ich, sehr wohl, wieder hier zu sein. Und diesbezüglich glaube ich, dass er auch dazu beitragen wird, dass eben die Qualität des Teams zusätzlich mit der Stabilisierung der Neuzugänge, dass die Qualität des Teams eben größer wird und wir doch einiges erhoffen können, dass wir schönen und erfolgreichen Fußball präsentiert bekommen. Zum Trainingslager noch einen Satz. Das war sicherlich nicht optimal,
Das Wetter hat uns da einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat sehr viel geregnet, die Plätze waren in schlechtem Zustand. Eigentlich fliegt man ja in den Süden, um genau das nicht vorzufinden. Aber irgendwo scheint sich das Klima weltweit zu drehen. Man muss das mal im Auge behalten. Vielleicht kommen dann die Vereine aus Spanien nach Deutschland ins Trainingslager irgendwann. Wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Sicherlich werden wir auch das eine oder andere Spiel bei nicht optimalen Bedingungen durchführen müssen. So kann die Mannschaft eben auch damit umgehen. Wir haben die Zeit auch genutzt, eben viele Gespräche zu führen, in die Jungs hineinzuhören, ihre Vorstellungen aufzunehmen und mit zu integrieren in Aktionen, die vielleicht auch ein paar Prozent dazu beitragen, dass wir eben das Maximale erreichen können in der Saison. Also insofern, ich selber bin da sehr positiv gespannt auf das, was uns erwartet. Dankeschön. Vielen Dank, Steven. Und bevor wir zu einem Ausblick auf die bevorstehende Rückrunde und auf das morgige Spiel gegen Wormatia Worms kommen, darf ich auch die beiden Herren zu meiner Rechten begrüßen. Einmal unser erster Vorsitzender Herbert Eder, herzlich willkommen. Und dann Thomas Höchst, der wird uns im Anschluss an den sportlichen Teil dieser Pressekonferenz das Projekt Schule und Bildung etwas genauer vorstellen. Auch dir herzlich willkommen. Christian, morgen geht's wieder los. Rückrunde, endlich wieder Wettkampfbedingungen im Hamburger Waldstadion gegen Wormatia Worms. Wie sieht dein Ausblick aus auf das morgige Spiel? Ja, zunächst mal, es wird Zeit, dass es endlich losgeht. Wir haben jetzt fast 3 Monate eine punktspielfreie Zeit gehabt und da ist jeder heiß und freut sich drauf. Meine Person inklusive, die Spieler glaube ich noch viel extremer wie ich als Trainer. Die versucht ja schon ein bisschen ruhiger damit umzugehen. Ja, uns wird morgen eine unangenehme Partie erwarten, weil ich glaube, dass wir auf eine Mannschaft stoßen, die mit dem Rücken zur Wand steht, die letztendlich mit einem Dreier in die Rückrunde starten muss und sie werden tief stehen. Es wird momentan auf dem Bodenbelag schwer sein, den Gegner zu bespielen. Deswegen war das Trainingslager in der Hinsicht zumindest vorteilhaft, dass wir uns da an die Bodenbelege gewöhnen konnten. Aber ich glaube, dass unsere Mannschaft sich davon nicht beirren lassen wird. Sie ist mittlerweile sehr eng zusammengerückt, sie ist mittlerweile sehr stark, sie lässt sich auch von anderen Dingen nicht mehr rausbringen. Und morgen ist klar, wir wollen mit 3 Punkten in die neue Saison starten. Wir freuen uns, wenn wir einen möglichst großen Zuspruch bekommen, eine große Unterstützung von der Fangemeinde und dann mit einem Dreier im Heimspiel und an die nächsten Aufgaben heranzugehen. Du hast es gesagt, wir möchten mit einem Dreier in die Rückrunde starten oder in die letzten Spiele starten. Das wird den Erwartungsdruck von außen natürlich nicht gerade senken. Wie stehst du dazu, dass jetzt immer weiter gefordert wird, der FC Homburg muss in die dritte Liga, er muss aufsteigen. Das hört man ja immer wieder von außen. Wie stehst du dazu? Naja, Marc, grundsätzlich bin ich auch Sportler und Sportler will immer den maximalen Erfolg einholen. Bei mir ist der maximale Erfolg darin begründet, dass ich gerne jedes Spiel gewinnen möchte. Und es ist legitim, dass die Fans, die Menschen träumen und Ziele haben. Träume und Ziele benötigen wir, um etwas zu erreichen. Aber wir denken einfach von Spiel zu Spiel. Und da ist das wichtigste Spiel momentan Wormatia Worms. Da wollen wir 3 Punkte holen. Und danach wollen wir nach Hoffenheim fahren, wollen auch 3 Punkte holen. Und wenn uns das am Ende des Tages nach oben spielt, sagen wir nicht nein. Aber ich glaube, wir sind in einer sehr angenehmen, komfortablen Situation, dass wir auf Platz 5 stehen, dass wir eine Jägerposition letztendlich vor die Mannschaften vor uns haben. Und wir ohne einen Muss, ohne einen Druck in die Spiele reingehen können. Aber klar ist, wir wollen immer jede Partie gewinnen und das bestmögliche Ergebnis erzielen. Was folgerichtig ja heißen würde, dass wir uns ganz oben tummeln am Ende der Tabelle, am Ende der Runde. Ja, dann müssen die anderen ja nicht bestmögliche Ergebnis erzielen, die spielen ja auch noch mit. So, vielen Dank, Christian. Zum Thema dritte Liga bzw. Zulassungsverfahren, Regionalliga und dritte Liga, gebe ich das Wort jetzt weiter an unseren ersten Vorsitzenden, der die Zuhörer bitte einmal informiert, wie der Stand der Dinge in diesem Bereich ist. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich hoffe, dass Sie alles aus Ihrer Bekannten- und Verwandtschaft zum Spiel gegen Worms auch am Freitag mitbringen. Das Thema dritte Liga ist ein recht schwieriges, und zwar einmal aus der sportlichen Sicht und einmal auch aus der wirtschaftlichen Sicht, weil hier der DFB Voraussetzungen geschaffen hat, die die Vereine umsetzen müssen, die erheblich über das Maß hinausgehen, was in der Oberliga oder in der Regionalliga bisher gefordert war.
Das hängt einmal daran, kann man sehen, im Stadionbereich selbst möchten die, dass 2000 Sitzplätze überdacht werden. Man muss eine eigene Videoanlage bringen. Es gibt genaue Vorschriften, wie groß der Presseraum sein muss, wie groß der VIP-Raum sein muss, wie groß der Raum sein muss für Dopingkontrollen. Das heißt also, auch im Bereich der Infrastruktur des Stadions fordert das natürlich erhebliche finanzielle Aufwendungen. Dann gleiche gilt bei der Security. Sie können davon ausgehen, dass die Anzahl der Securities in der dritten Liga ungefähr 20-30% personaltechnisch gesehen über dem Stand der Regionalliga liegt. Ja. Im Bereich der wirtschaftlichen Voraussetzungen muss man einen Jahresabschluss vorlegen, den der Wirtschaftsprüfer testiert. Gleichzeitig kommt hinzu, dass man einen Halbjahresabschluss vorlegen muss, der testiert wird, weil das Spieljahr immer vom 1.7. bis 30.6. geht, der DFB aber zusätzlich Bilanzen jeweils auch zum 31.12. des laufenden Jahres bzw. des abgelaufenen Jahres will. Man muss eine Planrechnung machen für das nächste halbe Jahr und eine Planrechnung für die dritte Liga. Und das alles soll testiert werden, wobei man natürlich Einnahmen und Ausgaben in der höheren Liga nur bedingt hat. Man muss sie zum Teil erheblich schätzen. Aber wir gehen mal davon aus, dass diese Regularien auch vom FC Homburg erfüllt werden. Letztlich muss man sagen, hier hat der DFB ein Szenario angeordnet, das zum großen Teil Vereine einfach überfordert. Es ist auch so, dass in der Regionalliga jetzt einige Vereine keinen Antrag stellen werden zum Aufstieg, weil sie a. in ihrer Sportstruktur die Voraussetzungen nicht erfüllen und b. auch in dem wirtschaftlichen Bereich. Ich denke, dass wir zu den Vereinen gehören, die insoweit auch durch die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer des Stadions, der Stadt Homburg, und mit unseren starken Sponsoren allen voraus, unserem Hauptsponsor Dr. Naturwaren Theiss, recht gut aufgestellt sind. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass dieser Teil erfüllt wird. Letztlich muss der Christian und sein Team die Voraussetzungen schaffen, damit sich der Verwaltungsaufwand lohnt, wobei der Ball wieder bei der sportlichen Ebene liegt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herbert. Bevor wir jetzt zum Projekt Schule und Bildung mit Herrn Thomas Höchst kommen, möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, nicht nur den Pressevertretern, aber denen natürlich vor allem, sondern auch Ihnen als interessierte Zuschauer und Fans, Fragen zu stellen an die Herrschaften, die hier bei mir sind. Selbstverständlich auch gerne an die drei Spieler, die da sind. Der Darius wird das Mikrofon nehmen und rumgehen. Gibt es denn Fragen? Bitte schön. Und auch Gerhard Müller, Zeitung Die Rheinpfalz in Zweibrücken. Herr Eder, Sie haben gesagt, der FC Homburg wird die Voraussetzungen erfüllen, die der DFB vorgibt an die dritte Liga. Dieses wird, ist das jetzt nur auf den faktischen Aufstieg bezogen oder werden Sie diese technischen Voraussetzungen jetzt trotzdem schon schaffen? Also da wir ja kein Geld zum Verschenken haben, werden wir natürlich diese Voraussetzungen nur dann schaffen, wenn wir auch aufgestiegen sind. Aber wir arbeiten mit der Stadt daran, in der Infrastruktur auch jetzt schon Verbesserungen ja im Stadion durchzuführen, die uns dann eventuell im nächsten oder übernächsten Jahr die Hürde, wenn wir zur zweiten Bundesliga antreten, etwas leichter machen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Nur keine Scheu. Herr Eder, nochmal da die Nachfrage, auch in die gleiche Richtung. Soweit ich weiß, ist ja das Lizenzierungsverfahren beginnt ja früher, das heißt, da müssen ja auch die, also die Unterlagen werden ja nicht erst nach Ablauf der Runde eingereicht. Nein, die Unterlagen sind jetzt bereits am 2. März einzureichen. Ich glaube, das ist der Rosenmontag. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber natürlich werden wir dann mit dem DFB, und das ist uns zugestanden, die Auflagen in einem gewissen Zeitfenster erfüllen. Denn der DFB hat mittlerweile angesehen, dass dieser Aufwand, der finanziell in der Größenordnung liegen dürfte, vielleicht von 200.000 bis 300.000 Euro, nicht für Vereine zu erfüllen ist, wenn man das vielleicht nur für ein Jahr braucht. Sodass ich davon ausgehe, dass man in der Übergangsfrist genau weiß,
wo steht man dann in der Tabelle, wenn man aufgestiegen ist, wie sieht die Zukunft aus und dass man hier nach dem System Step by Step arbeiten wird. Gibt es noch weitere Fragen? Gerne auch von den interessierten Zuschauern, muss kein Pressevertreter sein. Bitte schön. Nochmal eine Frage an Sie, Herr Eder. Es war ja in verschiedenen Medien, wurde ja sehr viel spekuliert, wie es jetzt auch mit dem Hauptsponsor des FC Homburg weitergeht, auch im Hinblick auf den FC Kaiserslautern. Die Bild-Zeitung hatte dazu einen Artikel gemacht, wo auch Größenordnungen angesprochen wurden. Können Sie da schon was dazu sagen, wie sich das in Zukunft jetzt entwickeln wird? Also ich darf mal so viel dazu sagen, ich weiß nicht, was zum Teil in den Medien geschrieben oder spekuliert wird. Manchmal hat man das Gefühl, man liest Zeitungen, wird dadurch nicht schlauer. Wir haben eine stabile Partnerschaft mit unserem Sponsor. Ich gehe davon aus, dass die etwas längerfristig angesiedelt ist. Und zu Aktivitäten von Firmen, die uns unterstützen, bin ich um Verständnis. Dafür sind die Firmen zuständig. Und Spekulationen in der Zeitung oder im Fernsehen sind manchmal gut, aber oftmals sind sie vielleicht auch relativ unnötig. Gibt es noch weitere Fragen? Markus Hagen, Daniel Heinz, sonst immer sehr interessiert bei den Pressekonferenzen. Nur nach dem Spiel. Ja, dann bedanke ich mich für die Fragen und leite über zum Projekt Schule und Bildung. Thomas Hülst, kurz und knapp, ich übergebe dir das Mikro. Stell bitte das Projekt mal vor. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, zunächst mal auch von meiner Seite aus einen herzlichen Gruß. Ich darf Ihnen jetzt heute ein Projekt vorstellen, Schule und Bildung, das in dieser Form und in diesem Umfang ein Verein soziale Verantwortung übernimmt, wohl einmalig, ich denke nicht nur in der näheren Region, auch in der weiteren Region sein wird. Der Verein FC Homburg übernimmt soziale Verantwortung für seine aktiven Spieler, für seine Kinder und Jugendlichen und auch für Homburg. Dieses Projekt, gemäß dem Motto Wir sind Homburg, setzen wir um in 6 Bausteinen. Ein Layout dazu liegt aus, eine Informationsmappe, weitere sind auch noch vorhanden, wenn Interesse da ist. Ich darf Ihnen diese 6 Bausteine in Kürze vorstellen und vielleicht ein Baustein auch etwas umfangreicher. Der erste Baustein ist die Beratung von den Spielern der ersten Mannschaft in Fragen der Weiterbildung. Wir versuchen unseren Spielern der ersten Mannschaft zu vermitteln, auch jetzt schon, dass es ein Leben nach dem Profifußball gibt. Und dieses Leben nach dem Profifußball will vorbereitet sein. Und da gilt es jetzt bereits, die Weichen zu stellen, sich Gedanken zu machen, ob ich möglicherweise während meiner aktiven Laufbahn auch schon Voraussetzungen schaffe, berufsbegleitend, um nachher einen besseren Einstieg zu haben in einen Beruf nach dem Profifußball. Dazu sind wir bereit, die Spieler zu beraten. Sie können einzeln individuell auf uns zukommen. Wir beraten sie in Fragen eines höheren Schulabschlusses, aber auch in Fragen von Praktika oder Kursen an der Volkshochschule und einiges mehr. Und es gibt zahlreiche Spieler, die auch schon davon Gebrauch gemacht haben. Ein zweiter Baustein ist, dass wir den Kindern und Jugendlichen in den Jugendmannschaften des FC Homburg, die den Übergang zu einer weiteren führenden Schule gehen, die Fußballklasse der integrierten Gesamtschule Kontwig vorstellen. Die Fußballklasse ist ein in dieser Region einmaliges Projekt. Die Schüler einer solchen Fußballklasse an der IGS Kontwig haben auf der einen Seite 4 Stunden mehr Sport. In diesen 4 Stunden haben sie ein gezieltes Fußballtraining durch Spieler des FC Homburg, aber auch durch qualifizierte Trainer. Und auf der anderen Seite haben diese Kinder ein hohes Maß an Bildungsförderung, indem sie in den meisten Fächern ein Mehr an Unterricht haben, ein Mehr an Förderung und dadurch auch zum Beispiel keine Hausaufgaben mehr anfallen. Der dritte Baustein ist ein Kooperationsprojekt, das der FC 08 Homburg zusammen mit der integrierten Gesamtschule Kontwig eingegangen ist. Dies ist ein offizielles Projekt des Deutschen Fußballbundes. Das heißt, die Schule und Verein gemeinsam am Ball. Und ich bin heute auch in der glücklichen Lage, dem ersten Vorsitzenden dazu die offizielle Urkunde, die Kooperationsvereinbarung, eine offizielle Urkunde des Deutschen Fußballbundes zu überreichen.
offizielle Kooperationsvereinbarung zwischen FC 08 Homburg und IGS Config für das Schuljahr 2013-2014. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem FC Homburg und ich darf dir das überreichen. So. Der vierte Baustein, den ich Ihnen gerne ein wenig mehr vorstellen würde, ist ein Modellprojekt, das sich im Moment noch auf die U15 und U17 beschränkt. Ein Modellprojekt, das wiederum drei kleinere Bausteine hat. Der eine Baustein ist eine intensive Elternarbeit. Denn wir sind der Meinung, dass wir die Eltern viel stärker an den Verein binden müssen. Und deshalb eine intensive Elternarbeit, nicht nur mit Elternabenden, sondern auch mit gemeinsamen Aktionen, die man durchführt. Zweiter kleiner Baustein dieses Modellprojektes ist es, im Sinne von Fußball ist mehr als ein 1:0, dass die Spieler dieser U15 und U17 zweimal im Jahr eine soziale Aktion durchführen. Das wird voraussichtlich jetzt im März sein, eine Beteiligung an der Picobello-Aktion, aber auch der Besuch in einem Behinderten- oder Altenheim soll da mit eingebaut werden. Die größte Aktion aber innerhalb dieses Modellprojekts der U15 und U17 ist ein kostenloses Nachhilfeprojekt für diese Schüler. Wir erleben es immer wieder, gerade im Kinder- und Jugendbereich, dass wir einen großen Konflikt haben zwischen Schule einerseits und den Strapazen und dem Lernen dort und der andererseits dem Training. Es gibt immer mehr Eltern, die mir sagen, und heute gehst du mir nicht ins Training, weil du noch Hausaufgaben zu machen hast, weil du noch Vokabeln zu lernen hast. Oder du gehst mir jetzt eine Woche gar nicht ins Training, weil du eine schlechte Note geschrieben hast. Der Druck auf die Kinder, auf die Schüler in der Schule wird immer größer. Und deshalb dieses Projekt, dass die Schüler vor ihrem Training eine Stunde eine kostenlose Nachhilfe bekommen durch qualifizierte Lehramtsstudenten und Lehramtsanwärter in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik. Dem FC Homburg war es dabei besonders wichtig, dass diese Nachhilfe kostenlos ist. Denn Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Und gerade deshalb bedanken wir uns bei Sponsoren, die bereit waren, dieses Projekt zu unterstützen. Ich darf die auch mal hier nennen, die Firma Sonn, die Firma Bullerer und die Firma Michelin. Herzlichen Dank, die dieses Projekt betreuen. Teilweise haben wir bereits Zusagen für mehrere Jahre, dass dieses Projekt betreut wird. Und ich darf Ihnen ein Erlebnis erzählen aus diesem Projekt, das ich letzte Woche hatte von einem jungen U15-Spieler, dem mir ein leeres Arbeitsblatt vorlag und ich gesagt habe, ist das die Hausaufgabe? Es war ein Kind mit Migrationshintergrund. Und dieses Kind sagte, nein, das haben die letzte Woche schon in der Schule gemacht. Da habe ich gesagt, ja, warum hast du es denn nicht gemacht? Und dann sagte er mir, weil ich jetzt längere Zeit in der Schule gefehlt habe. Dann sage ich, warst du krank gewesen? Er sagte, nein, war ich nicht. Und er teilte mir mit, dass er über 2 Wochen zu Hause war, weil seine Mutter schwer krank war. Und in diesen Ländern ist es einfach üblich, dass der Älteste die Verantwortung übernimmt. Und wenn wir diesem Kind nicht geholfen hätten in der Nachhilfe, dann wäre es in der Schule nicht mehr an diesen Stoff herangekommen. Und das sind so Momente, wo ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg und wir sollten diesen Weg auch unbedingt weitergehen. Der fünfte Baustein sind Schulprojekte in Homburg. Die Spieler des FC 08 Homburg besuchen zurzeit alle Schulen in Homburg. Sie sind bereit, dort ein kostenloses Fußballtraining mit den Schülern durchzuführen. Diese Aktion beinhaltet natürlich auch eine Imagewerbung für den FC Homburg. Wir sind Homburg und wir sind bereit, auch in die Schule zu gehen. Dieses mit großem Engagement von den Spielern der ersten Mannschaft gemachte Training bringt immer sehr, sehr viel Freude und sehr viel positive Rückstimmung. Und an der Stelle möchte ich mich einmal wirklich ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem Cheftrainer Christian Titz und bei unserem Co-Trainer Sebastian Starre, die dieses Projekt begleiten, die immer wieder Wege, Möglichkeiten finden, dass wir eine Zeit finden, trotz Training, trotz diesen intensiven Vorbereitungen, dass sie immer 2 Spieler zur Verfügung stellen und dass sie ein deutliches Zeichen setzen, auch als Cheftrainer und als Co-Trainer. Ja, wir möchten, dass unsere Spieler mit 2 Beinen im Leben bleiben und dass sie hier in Homburg solche soziale Verantwortung übernehmen. Also ein herzliches Dank, das ist einfach nicht selbstverständlich für einen Trainer, dass er dieses Engagement zeigt und unterstützt. Also herzlichen Dank auch an Christian und Sebastian.
Und der letzte Baustein ist, dass der FC 08 Homburg nun dabei ist, einen Kids-Club zu installieren. Da sind wesentliche Vorbereitungen gemacht. Der Hintergedanke, der daran steht, ist, schon die kleineren Kinder, die möglicherweise auch nicht in Kinder- und Jugendmannschaften spielen, durch besondere Aktionen, zum Beispiel einen eigenen Familienblock auch im Stadion, der angedacht ist, schon frühzeitig und rechtzeitig an den Verein zu binden, um diese Bindungen zu schaffen. All das sind Momente, die in der sozialen Verantwortung liegen. Und da ist der FC Homburg dabei, einen sehr, sehr guten Weg zu beschreiten. Vielen Dank. Thomas, vielen Dank. Gibt es Fragen an Herrn Höchst zum Thema Schule und Bildung? Das scheint nicht der Fall zu sein, Thomas. Das heißt, dass du das hervorragend erklärt hast. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei den vier Herrschaften hier für die Unterstützung bei dieser Pressekonferenz. Bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihr Interesse an unserem Verein. Unterstützen Sie unseren Verein nicht nur morgen ab 19 Uhr gegen Wormatia Worms, sondern auch in der gesamten kommenden Rückrundenteil, im Rückrundenteil, was jetzt noch kommt. Und denken Sie daran, Farbe bekennen, denn wir sind Homburg.